Hallöchen, Loot-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Calamitous. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle fit, ihr seid alle gesund und ich hoffe, euch fällt die Decke nicht auf den Kopf. Ja, ich habe schon mal wieder was vorbereitet hier und zwar das Evarium Knife hätte ich noch ganz gerne. Das stellen wir uns mal eben hierher. Wunderbar, dann haben wir das nämlich auch. Denn das brauchen wir dann zum Farmen der Unstable Substance, wenn wir eines Tages mal tatsächlich den Scorch Hound wollen, sollten, können, haben und so. Dauert alles noch, ne? Ich glaube 300 Unstable Substance brauchen wir. Im Moment haben wir 30. Also viel zu tun. Und wir werden auch heute ein bisschen was dafür machen. Und zwar werden wir in die namenlose Stadt gehen und werden ja uns dort nochmal ein bisschen umschauen. Ich bin ein klein wenig nervös. Ich habe mal so ungefähr geguckt, wo wir unseren tollen Tome of Demonic Ascension einsetzen können. Das ist genau an oder in der Nähe der Stelle, wo unser letzter Vollstrecker, unser vorletzter Vollstrecker, glaube ich, war es. Der erste, glaube ich, ist da drauf gegangen. Ja nun, das wird kein Spaß. Das wird unangenehm. Ob wir da heute hinkommen, weiß ich noch nicht. Ich will mich da noch nicht festlegen, so oder so. Aktuell, jetzt können wir hier eigentlich nichts mehr machen. Wir haben keine Chromium Metal Bars mehr. Also wir haben noch zwei Stück, die werde ich jetzt verwenden. Um mir quasi einen letzten Evarium Barren herzustellen, damit wir unseren Bogen nochmal reparieren können. Ich packe ihn einfach mal schnell hier rein. Das Schöne ist, der wird dabei nicht verbraucht. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Naja, gut. Ich habe jetzt auch nachgeschaut. Hier, Torgas Rezeptfragment haben wir ja in der letzten Folge bekommen. Das können wir brauchen, um die Aesir-Rüstung eines Tages herzustellen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Machen wir alles. Soll kommen, aber wie gesagt, jetzt sind wir erstmal in der namenlosen Stadt gleich beschäftigt. Ich habe schon mal nochmal haufenweise Eintöpfe hergestellt. Und hier tröpfelt, so langsam aber sicher tröpfeln hier noch ein paar Tränke durch. Das dauert natürlich eine halbe Ewigkeit. Das heißt, wir werden ein bisschen schlechter ausgerüstet heute in die Stadt gehen. Ich hoffe, dass es klappt. Die Angst läuft mit. Aber gut. Mit genügend Vorsicht und ein bisschen Wohlwollen des Spiels, sage ich jetzt mal, werden wir uns da schon durchknüppeln heute. 8 Tränke haben wir. Ja, legen wir los, oder? Wo ist denn unser Vollstrecker jetzt? Der hat auch keine Lust. Ich kann es ihm nicht übel nehmen. So, wir stellen ihn erstmal auf nichts angreifen. Nehme ich das... Ja, wir nehmen das Pferd mal mit, ne? Sicher ist sicher, damit wir abhauen können, wenn mal etwas ganz schief gehen sollte. So, gleich gibt es wieder kräftig Gemetzel und Gefretzel. Denn wir werden sofort angegriffen, ist ja klar. So, diesmal Brand aus Zingara. Und, Granatenhans. Der gute alte Granatenhans, den sollte man kennen, Leute. Wenn ihr den Granatenhans nicht kennt, habt ihr das Leben verpennt. Aber ich kann euch sagen... Aua. Ich kann euch sagen, Granatenhans ist tot. Also auch das letzte Mal, dass wir diesen Obelisken hier nutzen werden, keine Sorge. Weil die gute Frau, die liebe Jasmine, die hat hier nämlich in der Nähe einen Obelisken hingestellt. Sag mal, ist der Brand jetzt schon wieder weg oder was? Nee, da ist er.
Da ist der Brand. Da liegt er, der Brand. So, genau da hinten. Da hat die gute Frau einen Opi hingestellt. Einen Opi, da. Da ist er. Wunderbar, namenlose Stadt. Sehr gut, dann können wir nämlich uns über hierher porten und müssen nicht diesen schrecklichen Obelisken da, diesen Fallen-Obelisken nehmen. Gut, unser eigentliches Ziel ist hier. Das habe ich mir schon mal markiert. Also ungefähr hier, dort soll sich der Schrein befinden. Aber wie gesagt, ich bin mir im Moment noch unsicher, ob ich da überhaupt hin möchte. Wir wissen ja, was dort steht. Ne? Andererseits, wir müssen da nicht ganz hin. Das heißt, wir können da, wir müssen da scheinbar klettern. Das heißt, im Umkehrschluss, vielleicht wird es gar nicht mal so wild. Hm. Naja, gucken wir mal. Wir schauen es uns mal an. So, jetzt stellen wir erstmal unseren Vollstrecker wieder auf Bewachen. Damit uns der unter die Arme greift, falls es nötig sein sollte. So, wir müssen auch gleich was trinken hier. Erstmal nehmen wir aber hier das Zeug noch mit. So. Und dann, können wir uns mal einen gesunden Apfel. An apple a day keeps the doctor away. Heißt's immer. Und das machen wir natürlich. Und dann, ja, reiten wir mal los ins Ungewisse. Da ist ein Scorch-Kroko, ne? Kennen wir schon. Können wir nochmal töten. Ich hoffe, da funkt uns jetzt nichts anderes dazwischen. You picked the wrong fight. Taste death. Schaut gut aus. Die. Wir müssen natürlich wieder ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir ihn da rausholen können, wenn es nötig wird. Curse you! Der ist gut geflogen. Ich zieh mich schon mal ein bisschen hierher zurück, damit wir gleich, damit wir ihn gleich aus der Welle rausholen können. So, kurz regenerieren. Oh, das ist schlecht. You picked the wrong fight. Curse you. Die. Komm her. Zurück, zurück, zurück. Okay, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ja, komm halt her jetzt, du Depp, du. Er hat, er, warum? Sag mal, bist du des Lebens müde? Warum rennt er denn, warum rennt er denn nach vorne? Stopp jetzt. Du Trottel. Ah. Er stirbt. Leute, er stirbt. Nee, er hat's überlebt. Ah, Mann. Mann! Das ist ja ein prima Einstieg. Er wäre fast an dieser blöden Plek gestorben. Weil er immer zurückgelaufen ist zu dem Vieh hier. Bist du des Lebens müde, Vollstrecker? Bist du deines verdammten Lebens müde? Was ist los mit dir, Mann?
Was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht? Übrigens, ich weiß nicht, ob er sich jetzt... Oh, ja, super. Super Bombi, geil gemacht. Schönen Trank verschwendet. Ich würde gerne mal... Nee, regeneriert sich 5 Heilung pro Sekunde. Ja, ist echtes Lebensmüde, du. Ja, cool. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der gute Mann wieder fit ist, ne? Und dann können wir weitermachen. So. Ich bin in der Zwischenzeit einfach nochmal heimgegangen und habe dort ein paar Tränke geholt und so. Ah, ich sag's euch, das ist... Ach, Mann. So. Okay, der Plan ist jetzt folgender. Wir laufen hier durch und versuchen dort, an diesem Ort hier hochzukraxeln. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Wir schauen mal. Ich versuche auf jeden Fall mal das ganze Ding von der Seite aufzuzäumen, weil von vorne, da haben wir diese zwei großen Corrupted Super-Oger. Die sind ja äußerst unangenehm, das wissen wir ja. Mir ist übrigens gerade noch was aufgefallen. Das war dumm von mir, dass ich diesen Evarium... Dolch, dieses Evarium-Messer hergestellt habe, denn mittlerweile haben wir ja schon den Crescent Smith. Ja, das ist quasi die nächste Stufe, die nächstbessere. Die schauen wir uns auf jeden Fall an. Und wir haben sogar hier schon die wiederum nächste Stufe, nämlich den Crescent Specialist auf 85. Das Ding ist, ich achte halt nie auf meine Level oder sehr selten auf meine Level. Dementsprechend ist mir das gar nicht aufgefallen. Naja, gut. Schauen wir mal. Crescent habe ich mich jetzt nicht mit befasst bislang. Wir gucken es uns mal an. Die Tage. Vorausgesetzt, unser Vollstrecker überlebt. Ansonsten, naja, wir müssen dann leveln, aber wir müssen zumindest keinen neuen Vollstrecker farmen, sollte der jetzt sterben. Aber, ach Gott, ich sag's euch. Wir brauchen ganz dringend diesen Scorchhound. Damit der hier in der namenlosen Stadt aufräumen kann. Es ist so unangenehm. Es ist so unangenehm, weil das ganze System einfach so unzuverlässig ist. Das ist das Problem. An sich wäre das hier überhaupt kein Thema. Die Bosse sind absolut machbar. Die sind nicht schwer. Aber du kannst dich halt absolut nicht auf dieses blöde System von Conan Exiles aktuell verlassen. Das ist das, was das Ganze so schwierig macht. Die Unberechenbarkeit. Es ist halt absolut unberechenbar, ob dein Thrall überlebt oder nicht. Das macht betroffen. Und das macht mir wirklich Sorgen. Okay, hier scheint's sicher zu sein. Wir können hier zumindest mal runter. Da hinten ist ein kleiner Drache. Das ist aber kein Scorch-Drache oder so, sondern es ist ein stinknormaler. Oder? Der sieht sehr normal aus. Auf jeden Fall sind wir in der Nähe des Ortes, wo wir hinwollen. Ja, wir haben, glaube ich... hallo? Ich glaube, dir geht's ein bisschen zu gut. Freundchen. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen an die Bud Spencer-Filme erinnert. Wo einfach aus dem Nichts irgendeiner dahergelaufen kommt, die angreift und dann zack, bumm, Watsche und weg. So. Ja. Drache kommt. Ist nur ein kleiner. Naja, ist ein süßes kleines. Ein süßes kleines Drachilein. 5000 HP. Kein Thema. Für den Vollstrecker. Kein Problem. Oh, ich habe keine Halbpfeile mehr. Naja. Alles gut. So. Einen Drachen vernichten. Damit haben wir diesen Schritt auch abgeschlossen. Der Vollstrecker freut sich, ich freue mich. Wir freuen uns alle.
Jetzt gerade hecheln wir ein bisschen, aber alles gut. So. Hier ist ja irgendwo auch die rote Mutter unterwegs. Ist keine Kommunistin, sondern ein ganz netter, großer Superboss. Ach du Scheiße. Müsst ihr hier stehen, ihr drei? Ist das denn notwendig? Ja, wir müssen glaube ich sowieso hoch, aber... Ach du grüne Neune, da sind die anderen. Ach! Da sind diese Baby-Poops Kackviecher, die Aua machen. Die sehr, sehr böse Aua machen. Okay, wir bleiben mal hier oben. Wir versuchen hier mal unser Glück. Wer steht da vorne? Das ist alles nett hier oben. Das sind Gegner, die besiege ich. Locker. Ganz, ganz locker flockig. So, Attacke. Die Ness aus Shen, die kann einpacken gegen uns. Ich kümmere mich um die Bogenschützen. Die drei Truhen da hinten nehmen wir natürlich gerne mit. Zack. Oh, mach ruhig weiter, Vollstecker. Alles gut. Ich hab dich. Wir sollten auch gleich nochmal in unsere Attribute reinschauen. Wenn euch dieses Video hier übrigens gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und einen lieben Kommentar. Ihr wisst es ja. Support ist kein Mord. Ich freue mich. Ich bin motivierter und im Endeffekt kommt es euch nur zugute, weil ihr natürlich dann mehr Videos geliefert bekommt. Genau so ist das, meine Lieben. So, okay. Ah ja, Attribute wollte ich gucken. Gut. Also, ich möchte nochmal betonen, ich habe keine Ahnung, wo der steht. Oder keine Ahnung ist übertrieben. Ungefähr eine Ahnung, aber... Ungefähr eine Ahnung ist genauso viel wie keine Ahnung. Ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Das heißt, wenn wir es jetzt nicht finden, nicht böse sein, nicht traurig sein. Das Problem ist halt da auch hochzukraxeln, ne? Ich vermute sehr stark. So, okay, hier stehen wir erstmal gut. Ja, aber da hochkommen, ne? Mit den aktuellen Bugs. Ah. Okay, alles gut. Ja, es ist halt echt ätzend. Es ist wirklich ätzend. Hilft's, wenn ich schief kraxel? Auch nicht, ne? Also wir kommen hier offensichtlich nicht hoch. Wir müssen da eigentlich auch nur hier rüber. Also eigentlich müssen wir da rüber. Ich glaube, der Plan war, wir klettern hier hoch. War vielleicht hier? Ja, wir kommen weiter. Der Plan war, wir klettern hier rüber. Klettern hier hoch. Jawohl. Und jumpen dann von da aus hier rüber. Aber ich glaube...
Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das wird ein zu weiter Sprung. Ne. Niemals komme ich darüber. Da unten ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die rote Mutter, oder? Bist du die Mutter? Hey, Mutter. Ach, je. Ja, hört ihr das Wimmern? Süß, oder? Herzallerliebst, okay. Ja, da unten ist die Mutter. Ach, scheiße. Ne, ich komm da nicht rüber. Den Jump kriege ich nicht gemacht. Das ist ein Jump, den schaffe ich nicht. Da hüpfe ich in den Tod und dann bin ich weg. Ich habe jetzt auch nichts dabei, um das zu testen. Das ist das Problem gerade. Wir könnten natürlich runtergehen zur roten Mutter erstmal. Und das ganze Ding von hinten aufzäumen. Komm, wagen wir's. Wir wagen's. Irgendwas müssen wir machen. So, okay. Das sieht gut aus. Soweit. Okay, gut. Okay, Vollstrecker! Wir töten den Superdrachen. Jetzt? Nein? Oh, bloß nicht die ziehen. Vollstrecker jetzt! Attacke! Bezwinge dieses Biest. Gods take you! Ich möchte nicht ihren Schwanzschlag abbekommen. Prinzipiell sehe ich aktuell kein Problem. Naja doch, vielleicht schon. Vielleicht ein bisschen. Der Vollstrecker ist nämlich im Boden. Ah, das ist doch schon wieder so eine Moppelkotze. Das ist doch so doof. Okay, pass auf, wir fliehen. Das ist doch so blöd. Ah. Ja, cool. Das Vieh kommt natürlich durch den Berg hindurch gelaufen. Ah. Geil. Geil, Vollstrecker ist wieder da. Angriff. Angriff. Greif an. Mach die olle Mutter, die fette Mutter fertig. Die fette Mutter muss sterben. Die fette Drachenmutti. Ich glaube, sie ist ein bisschen sauer. Vollstrecker hat Spaß. Oh oh. Schon wieder? Oh, hallo Vollstrecker, na? Alles fit? Im Schritt? Uhuhuhuhu. Schön. God take you. Was?
Vollstrecker. Ach, komm schon. Das ist doch so blöd. Greif die dicke Mutter jetzt an. Okay, der rührt sich nicht mehr. Ladies and Gentlemen, wir haben den Vollstrecker verloren. Okay, wir müssen... Lauf. Lauf, 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 lauf. Hoffen, dass er sich gleich hinterher portet. Wir laufen wieder zurück. Er wird sich porten. Alles gut. Scheiße. Er lebt wieder. Der Holzmichel lebt. Er eilt herbei. Holzmichel, mach sie kaputt. Ja. Jawohl. Oh, was ein Krampf. Nein, nicht schon wieder. Vollstrecker. Er ist schon wieder im Boden. Ich bin tot. Ich bin so tot. Jawohl. Ach Gott. Ach du grüne Neune. Und dann hat sie nicht mal was Legendäres gedroppt. Dein Scheiß Ernst. Du ekelhafte, fette Anusmutti. Meine Fackel ist leider kaputt. Es tut mir leid. Aber hey, wir haben den verdammten Kopf des Drecksviehs. Okay, ich sehe gar nichts mehr. Ihr seht genauso wenig wie ich. Das heißt, ich glaube, es ist besser, die Folge jetzt zu beenden, zu warten, bis der Tag wieder anbricht und dann machen wir an dieser Stelle hier weiter. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und kommentieren. Freue ich mich sehr drüber. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschö mit Ö.